Hey Kinders, willkommen zurück zu Fernand mit Kevin. Mr. Paper to Go hat im letzten Stream alle DLCs an mich geschenkt, also mit diesem Season Pass. Vielen, vielen Dank an dich. Wir haben somit die kompletten DLCs am Start. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben die ganze Zeit nur die normale Version gehabt. Jetzt haben wir die Hardcore-Porno-Version mit einem Hut. Das wird höchst krass. Wir sind jetzt im Arbeiterhaus, da wollten wir eben reinschlappen, da geht's wieder raus, okay, okay. Aber was gibt's denn hier im Arbeiterhaus? Good, save, jobs, okay, alles klar, ich verstehe schon, nichts drin. Ich dachte mir, wir machen heute dann einfach mal eine etwas längere Folge, so praktisch zur Feier des Ganzen. Achso, ja, und ich wollte doch nochmal die Radiogeschichte ausprobieren. Ich gehe mal nur aufs klassische Radio. Also scheinbar funktioniert es, dass es doch keine Treffer gibt, wenn es so leise ist. Ich werde jetzt mal die Folge noch ausprobieren. Mhm. Da hinten haben wir schon was. Können wir da hinjumpen? Von oben können wir hinjumpen, okay. Ja, und die, was da für Geräusche machen. Von hier können wir da bestimmt gleich hin. Ja. Die haben gerungen. Okay. Übergabe, sehr nice, sehr nice. Die haben verbessertes. Ja, das können wir natürlich schon easy öffnen. Wir sind ja praktisch Profi. Hallo? Ich weiß nicht, ob man die Musik jetzt überhaupt noch vernehmen kann. Ich glaube schon. Ich denke, wenn das so leise ist, dann kommen auch keine ID-Treffer. Das habe ich noch nie getestet. Also ich habe noch nie mit leiser Musik rumprobiert. Ja, wir können jetzt nicht mehr so viel nehmen. So. Mhm. Aber vielleicht geht das ja. Da können wir lang. Denk dran, ich bin Movement Gott. Hat man ja gestern schon gemerkt. Geht's eigentlich noch höher? Ja, es geht noch höher. So, bei Fallout bin ich auf jeden Fall der Movement Gott. Psycho. Und hier haben wir viel Zeug. Molly. Okay. Das Repetiergewehr lasse ich liegen. Das brauchen wir jetzt nicht. Vor allem ein improvisiertes. Oh, shit. Müssen wir uns jetzt nicht zwingend anschaffen. Ihr habt noch gar nichts vorgeschlagen bezüglich der Waffen, also wie die heißen sollen und so weiter. Ihr habt euch noch nicht so viel eingebracht. Ich dachte, ihr seid voll am Abgehen. Du musst das so nennen und dies und bla bla bla. Aber scheinbar doch nicht. Die Musik ist schon irgendwie angenehm. Also jetzt gerade für solche Stellen. Also ich höre sie auf jeden Fall. Ihr hört sie wahrscheinlich auch, wenn ihr ruhig seid. Oh, das dauert aber lang. Jetzt sind wir gleich auf dem Dach wahrscheinlich. Nice. Haben sie jetzt irgendwas gebracht? Kevin, hat uns jetzt irgendwas gebracht? Kevin! Oh Gott, ist da runtergefallen? Och, Kevin, du bist ein Vollidiot, wirklich. Hier ist der fucking Dorm, isn't it? Wie kann man denn nur hier runterfallen? Das ist ja wirklich eine Peinlichkeit. Oh Gott. Ja, also hier oben gibt es irgendwie nicht viel zu... Sag mal, zuckelt es gerade ein bisschen hier? Ich gehe hier mal runter. Es sieht aus, als könnten wir hier drin noch was, möglicherweise was abgreifen. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Art Geheimweg an eine Stelle, die man sonst nicht im Spiel erreichen kann. Man merkt hier wieder, der Movement-Gott hat zugeschlagen. Hoppala. Naja. Kev, du kannst jetzt wieder mitkommen. Eine Flasche. Wir haben jetzt eigentlich keinen Platz mehr für Schotter, also für so Kruschelkram. Weil wir schon ziemlich gefüllt sind, aber hier können wir schon nochmal reingehen und gucken, ob es Stimpacks oder sowas gibt. Da muss ich mich nochmal kurz umorientieren. Ich weiß gerade nicht so genau, welches Haus das jetzt hier ist. Ihr wisst ja, da ich alles abgehen will oder ablaufen will, abfarmen will, muss ich schon ungefähr wissen. Ist hier da das Todesgrallenloch da vorne? Ja, da ist es. Okay. Dann waren wir eben hier drin. Dann können jetzt hier durch weiter. Da rechts ist noch offen, da habt ihr vollkommen recht, habt ihr gut erkannt. Da, die Flüsterkneipe haben wir hier noch. Ja, geh mal direkt rein. Auf, Kevin, komm mit. Wie sieht's eigentlich mit Level Up aus? Warum kriege ich das hier nicht angezeigt? So ein Ladebildschirm wäre doch optimal. Die normalen Ladebildschirme haben, glaube ich, diese Anzeige, wie viel noch fehlt, bis man aufgelevelt ist. Naja, nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Jo, ganz ruhig. Oh, sehr gut. Einen weiteren. Jawohl, verbessert. Kommen wir auch ran. Das bringt auch jedes Mal Erfahrungspunkte, wenn wir sowas öffnen hier. Hallo. So. Wie ist jetzt keine Erfahrungspunkte gebracht? What? Du?
Oh, das muss ich beides mitnehmen. Wahrscheinlich sind wir jetzt zu fett, ja. Ah doch, jetzt hat es Erfahrungspunkte gebracht. Muss noch kurz was wegschmeißen. Und zwar schmeiße ich mal eine von diesen improvisierten Pistolen weg. Die sind eh sauschwer. Bleiben kurz noch hier oben. Als wenn sowas irgendwie halten würde. Wohl kaum, mein Sohn. Wohl kaum. Mir geht gerade folgender Gedanke durch den Kopf. Glaubt ihr, der Klassik-Sender ist extra für YouTuber hinzugefügt worden, weil Klassik ab einem gewissen Altersgrad nicht mehr ID-geschützt ist? ID-Treffer urheberrechtlich geschützt ist? Glaubt ihr, das ist, hat das einen Zusammenhang? Wahrscheinlich nicht, ne? Fallout ist, passt ja einfach zum Setting, die ganze Sache. Cool. So cool. Jawollo, Prollo. Oh, yeah. What do we get? A Mantons nehmen wir auch mal mit. Ah, Todeskrallenklaue ist natürlich richtig tight, ne? Da müssen wir noch was wegschmeißen, noch ein bisschen klein gruscht. Shit, ist die schwer. Ja, so ein Impro-Gewehr. Das ist auch nur 26 wert, das ist lächerlich. Und sowas finden wir halt wie Sand. Am Meer. Darum müssen wir da, glaube ich, erstmal keine große Acht drauf geben. Und dafür können wir noch Futter mitnehmen. Ah, fuck. Das war jetzt nicht geplant. Ich dachte, das wäre ein Schrank oder so. Warum habe ich ja so lange Ladezeiten eigentlich? Ich bin doch auf dem PC. 8 Trillionen Gigabyte RAM, 100 Millionen Gigabyte Grafikkarte, 30 Zilliarden Petabyte Prozessor, Petahertz meine ich. Was ist da los? Warum ist es nicht so? Hallo? Das ist ja wohl wirklich der beste... Dogmeat, was hast du gefunden? Was? Jetzt gehe ich halt mit. Was hast du gefunden, Dumpfbacke? Kevin, beiß dir nicht in den Arsch. Zeig mir, was du gefunden hast. Ja, hier in der Mitte. Ja, ich weiß, da ist noch ein Safe. Da ist noch ein Safe. Irgendwo hier. Hä? Oder der Kronkorken. Kronkorken voran. Aber ich weiß sogar noch auswendig, dass hier irgendwo ein Safe ist in dem Haus. Ja, verdammte Scheiße. Kevin! Ich will doch... Kevin! Es ist jetzt gut. Ich will hier das Zeug aufheben. Er hat mich einfach menütechnisch geblockt. Irgendwo ist der. Ich glaube, das ist so ein Expert-Ding. Ich weiß das genau, weil ich mir den mal aufgeschrieben hatte. Oder ist es echt der, den wir da drüben bereits aufgeschrieben haben? Ich habe für Spielekram habe ich mir vor Jahren, da war ich noch ganz, ganz klein, ein Buch zugelegt. Ein leeres Buch, das ich beschreiben kann. Und da habe ich solche Sachen reingeschrieben, wie hier und dort muss ich noch was öffnen und bla bla bla, zu allen möglichen Spielen. Das habe ich angefangen, ich glaube 2007 oder sowas. Da war ich noch, ich wollte schon sagen Putzer hier, aber warte mal, da war ich 17. Da war ich ein widerlicher Teenager. Die Flüsterkneipe davon, also. So. Ja, und da habe ich, ne, das muss noch davor gewesen sein, ich war richtig jung, ich war richtig klein, als ich damit angefangen habe. Und das hat sich echt lange durchgezogen. Es ist zwar mit dem Alter immer weniger geworden, aber ich habe mir da insgesamt viel aufgeschrieben. Viele wichtige Dinge, viele Sachen, die ich halt noch machen will und so. Warte kurz, waren wir da oben jetzt fertig? Ja, ne? Der Raum war der mit dem blöden Ausgang und hier liegen zwei, liegt jemand mit einer Puppe. Alles klar. Bin der einsame Boy. Gottes Willen, was ist denn das? Oh Gott, was... Überleg mal, was die Entwickler sich bei sowas denken. Man legt eine Leiche da rein, stellt Puppen darum, es ist Wasser in der Badewanne. Sie haben irgendwelche Waffen, also nicht wirklich Waffen, aber schon irgendwie Waffen. Das ist schon krass. Und da ist Daytripper. Nice. Wahrscheinlich war der auf Daytripper, der Kerl. Und hat sich selbst irgendwie die Dinger so hingestellt und dann geköpft. Ich weiß nicht, ob man sich, nachdem man sich geköpft hat, noch großartig bewegen kann, um den Kopf dann ins Klo zu schmeißen. Ich glaube eher nicht. Hier. Ah, ich treffe wieder auf irgendwelchen Sachen rum. Medic-Schwebebahn. Nee, ist das ein nicht aufgeblasener Kickball? Mhm. Jawohl. Hier ist vielleicht noch. Jawohl, Klebeband. Aus Klebeband kann man eben wiederum Kleber gewinnen und Kleber, habt ihr jetzt schon festgestellt. Ist sehr wichtig. Da ist nichts drin. Aber hier noch was liegen? Was Wichtiges? Eine Zigarre ist immer gut. Eine Zigarre kann man nicht liegen lassen. Ich würde gerne die Kamera mitnehmen, aber dafür sind wir zu fett. Wir müssen mal wieder ablegen gehen. Jetzt ist halt die Frage, wo wir zuerst ablegen. Ich würde sagen, wir gehen... Wir haben drei Städte übrigens, glaube ich, schon, die wir bebauen könnten. Und zwar haben wir einmal Sanctuary, dann haben wir natürlich noch diese Siedler dabei, Tempines, ich weiß nicht, wie die hießen, die Dödel.
Und wir haben noch die Red Rocket Raststätte, die ja jetzt wahrscheinlich auch uns gehört, weil wir die Ratten da gekillt haben. Ich dachte kurz, der hat Kind vorne drauf geschnallt. Kinder, verrückte Raider. Hoppala. Was? Der Korvega Lagerschlüssel. Was? Warte mal. War das das hier hinten? Nee, das war Wicked Shipping. Haben wir hier irgendwas? Korvega? Tempines Buff. Das sind die Siedler, mit denen wir sprechen sollen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf die Abernathy Farm. Oh, obwohl, die ist 50 und die da oben haben nur 32 Freude. Die haben zu wenig Freude, da muss ich hin. Freudenpolice is on a way. To fuck them all. To happiness. Ha. Ja, es hat mich gestern echt extrem gefreut, diesen Season Pass zu bekommen. Da sind wirklich sehr viele coole Sachen dabei, auch zum Bauen, aber eben auch wirklich komplette Missionen, ganze Missionsstränge sind damit dabei. Unter anderem Automatron, das ist ein ziemlich cooler Missionsstrang. Und, oder extra Zusatzmissionen eben. Die ganzen Bausachen, ich weiß nicht, ob man das hier direkt sieht, wenn ich ins Baumenü gehe. Wartet mal. Bei Strukturen haben wir hier, jawohl, doch, das ist mit einem Plus auf jeden Fall. Nee. Was, wir können, was? Das ist ein Wohnwagen? Deswegen stand an dieser anderen Fertigungsanlage Wohnwagen. Tote mit Blut dran. Alles klar. Gut. Okay. Wir können eine Kegelbahn bauen, Leute. Das wird unsere Mission Nummer 1. Wir bauen eine Kegelbahn. Geil. Das ist ja cool. Aufzüge? Wut? Ja, das ist schön mit der Musik. Das macht schon Spaß. Ich hoffe, dass die nicht, dass wir da nicht gefistet werden. Aufgrund der Musik. Güter... Gerüste? Warum könnte man so ein Gerüst brauchen? Na gut, natürlich, um irgendwo hochzukommen. Logisch, aber jetzt, naja. Vielleicht haben wir voll die geilen, krassen Ideen. Ich muss zugeben, ich habe meine Häuser grundsätzlich aus Fertighäusern zusammengebaut, meine Städte. Ich habe meistens diese Dinger genommen oder komplett diese Häuser und einfach überall hingeklatscht. Aber mit diesem Siedler-Mod, mit diesem Better Settlements, könnten wir ja dann auch tatsächlich, warte mal, wir räumen hier mal ganz kurz auf, könnten wir halt auch den Siedlern gewisse Plätze zuweisen, beziehungsweise diese Plätze für die Siedler zuweisen, offen lassen, und dann bauen die sich da selbst was auf. Das ist schon irgendwie eine coole Sache, also dieses Better Settlements, oder wie es heißt. Nee, Sims. Sims heißt es, glaube ich, oder? Sims, Siedler, Sims, oder so. Settlements, Sims. Das klingt schon nicht schlecht, auf jeden Fall klingt das nicht schlecht. Ich kannte es erst nicht und dachte, es wäre irgendwas, was das Spiel zu einem Teil grundlegend verändert. Zu einem Teil und grundlegend passt nicht zusammen, ich weiß, aber egal. Ich möchte natürlich, also für mich ist ganz wichtig bei diesen Mods, die können das Spiel auf jeden Fall verschönern, da habe ich gar nichts dagegen. Ich will nur nicht, dass die Sachen einfacher sind. Ich will nach wie vor sammeln müssen, ich will, klar, bei dem Settlements muss ich ja dann theoretisch für diese Stücke nicht mehr sammeln, das machen die Siedler ja alleine. Das ist zu einem gewissen Grad auch noch in Ordnung, weil es halt auch so ein bisschen realistisch ist, dass die auch rumlaufen und sich was sammeln. Aber ich will jetzt nicht irgendwie zum Beispiel das Ressourcensammeln unterbinden durch eine Mod und dann praktisch alles einfach so bauen können. Ich will wirklich dafür schwitzen müssen. Also Bäume roden, ganze Wälder abholzen, um eben an das Holz zu kommen, das wir brauchen, um dann wiederum, was ist das? Seife? Ah, das sind Patronen. Okay. Um dann wiederum an das Zeug, an die Rohstoffe zu kommen, die wir eben benötigen. Wir kriegen ja ganz, ganz, ganz viel über diese Welt hier. Es gibt so viel Zeug, das man sammeln kann, dass man unterwegs mitbekommen kann, dass wir hier wahrscheinlich nie eine Rohstoffknappheit oder maximal an eine temporäre Rohstoffknappheit kommen, aber sonst nie an so eine zeitige, dass wir sagen, shit, wir können nicht mehr weiterbauen, weil wir nichts mehr haben. Ich hatte das zumindest noch nie erreicht. Wobei ich dann auch wiederum zugeben oder sagen muss, dass ich ja nie was Großes gebaut habe. Halt, den Hundenapf braucht vielleicht die Calf. Ihr seht, ich reiße hier auch jetzt, ich versuche hier nur kaputte Sachen abzureißen. What the fuck? What the fuck is wrong with this town? Hä? Was ist los? Was los? Warum waren denn hier Kakerlaken? Scorch oder wie der heißt. Sturges. Warum hast du Kakerlaken mitgenommen? Ich habe dir tausendmal gesagt. Nimm die nicht mit, du Pisser. Aus dem blöden Museum hat er dir wahrscheinlich geschnappt. Der alte Snackerich. Ja, ich reiß gerne oder erstmal natürlich nur Sachen ab, die kaputt sind. Weil ich jetzt Bäume an sich nicht schlecht finde. Guck mal, findet ihr nicht auch, dass einfach, nicht von den FPS her, aber dass der nicht richtig läuft? Tak, 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 tak. Oder soll das ein Headbobbing? Soll das Headbobbing sein? Das wirkt so. Tak, 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 tak. Minimal ab. Also man spürt richtig die Schritte. Ist es gewollt? Das war auf der Xbox aber nicht so.
Das kommt mir so minimal hakelig vor, obwohl ich hier oben die Zahlen, alles ist super. Also der PC kommt noch nicht mal ins Schwitzen. Der ist noch, ohne Witz, der ist noch nicht mehr warm. Hefe. Ja, oh, hier ist viel Dreck. Ja, ja! Ein ganzes, war hier gerade eben ein ganzes Haus gelegen? Nein, ich habe ein First Aid Kit weggemacht. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen angeschissen. Ne? Kannst du nicht leugnen. Wir haben hier voll viel Schrott. Keramik. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Keramik, Keramiknot. So. Er läuft. Hallo? Zum Glück schmeißen gerade die Amerikaner so viel ins Wasser. Na gut, das liegt sicherlich auch einfach an der atomaren Geschichte, die hier stattfand, dass da vielleicht einfach was ins Wasser gepustet wurde. Wobei dann wiederum Figuren da sitzen mit einer Zigarre im Mund, die nicht aus dem Mund geblasen wurde, geschweige denn das ganze Skelett auseinandergeblasen. Aber naja, super, den Reifen kann ich jetzt nicht warte mal. Ah, mit Schädel. Ah, Schädel! Das war so ein bisschen Cheating. So minimal. Glitscht. Ich habe geglitscht. Ich habe den Glitch geused. Ich habe das Spiel exploited. Ich bin ein richtiger Exploiter. Fischissel. Habe ich eigentlich schon unser Inventar irgendwie mal leer gemacht? Ich glaube nämlich nicht. Wir sind immer noch genauso schwer. Deswegen bewegt er sich so. Kann ich vielleicht auch irgendwie diese Gießkanne, wollte ich gerade sagen, diese Badewanne bewegen? Nein. Shoo. Was gibt's hier eigentlich noch für krasses Zeug? Wo sind wir denn hier? Vault. Wollt ihr vielleicht so eine Frau haben, so eine? Mit so einem Riesenpo? Ist es nicht so sexy. Also wir sind generell gerade bei Dekoration. Sonstiges. Was ist das? Achso. Was ist das? Eine Badewanne. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, Raider. Oh, Flaggen. Wir können Raider-Flaggen oder so. Und so Käfige. Ah ja, hier, cool. Das ist sehr cool. Hier kann man, Katzenkäfig, Maulwurfsrattenkäfig. Hier kann man Tiere praktisch fangen oder auch die ganzen Viecher. Man kann sogar die ganz großen fangen. Also hier so eine Brahmin, Myolurk oder eben auch eine Todeskralle kann man tatsächlich fangen bei sich in der Basis. Und dann, ja, dann vergewaltigen oder so. Keine Ahnung, was man damit denn macht. Zur Herstellung kann man hier, gibt es hier noch Nuka-Cola-Mixer und so weiter. Wir können unsere eigene Nuki-Coli mixen. Ich will aber eigentlich zu, doch, Ressourcen, genau. Gartenfeld! Kann Gartenfelder machen? Ich habe einfach die Sachen wild gepflanzt. Bin ich behindert oder was? Was ist das hier? Ah, das ist dieser Brahmin-Futterdruck. Ne? Ja, ja. Ach, wisst ihr, was optimal ist, was wir jetzt mal machen? Also nicht mit den Leuten, die hier sind. Das machen wir dann mit neuen Siedlern. Läuft es einigermaßen? Oh. Weil das so die... Obwohl, wisst ihr was? Scheiß der Hund drauf. Der... Nee, das geht mit denen wahrscheinlich nicht. Man kann Handelsrouten machen. Wenn wir jetzt eine Handelsroute von hier machen, zu den Siedlern da hinten in Buxtehude, dann verfügen wir über den gesamten Schrott beider oder eben aller verbundener Städten. Das heißt, wenn wir die alle einfach nur verbinden mit Handelsrouten, dann kommen wir auch zu Rand mit dem, ja, mit dem ganzen Scheiß. Hier drüben, das, nee. Ich suche Sonstiges. Wir brauchen nämlich einen Rekrutierungsleitstrahl. Dann kommen neue. Dafür brauchen wir noch einen weiteren Kristall. Auf den sollten wir mal schwitzen. Ich drücke mal auf Q. Dann kriegen wir den auch angezeigt. Überall, wo wir rumtingeln, ist dann da so ein Zeichen, wenn das enthalten ist. So, ich gebe jetzt mal den Kram ab. Ja, das ist einfach... Das ist Headbobbing. Hier wirkt es auch nicht so hakelig, ruckelig. Wenn ich jetzt hier so laufe. Aber im Baumodus sah es so komisch aus. Kann ich das Headbobbing ausstellen? Ja, kann ich auf jeden Fall, ne? Also ich denke nicht, dass ihr jetzt sagt, ja, das musst du anlassen. Wie kann man warten? Mit welchen Tasten? Warum kann ich nicht warten? Da muss ich wohl wieder in, oder ist es bei Anzeige vielleicht? Ja, bestimmt bei Anzeige. Ach, oder ich muss wieder auf das andere Menü da am Anfang, auf das Startmenü. Gras ausblenden. Muss ich nicht eigentlich auf ganz hier rüber, damit es da ist? Guck mal im Hintergrund. Ja, muss ich! Ich muss doch ganz links. Warum ausblenden? Was ist hier los? Jetzt müsste es ultra gut sein, oder? Weil sie ja nicht ausgeblendet werden. Pass auf, jetzt praktisch der PC nicht mehr. Ultra ruckelig. Ist das ruckelig, alter Scheiße! Ist das jetzt irgendwie... Es ist so ein krasser Weichzeichner drauf. Also, ja, wegen der Sonne, klar.
Ich habe das ist jetzt mehr Gras da? Ja, jetzt ist mehr Gras da, oder? Sorry, dass ich gerade so ultra blind bin, aber das will ich jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber man sieht es ja eigentlich schon. Man sieht schon, wie es verschwindet. Oder. Hä? Okay, ich gucke jetzt da hinten in dieses. Ich gucke genau hier hin. Ich muss eigentlich Screenshots machen. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ihr müsst mal sagen. Ich meine, es ist logisch. Wenn ich das Gras ausblenden praktisch auf nichts mache, dann dürfte es nicht ausgeblendet werden. Oder ist es jetzt echt weg? Ist es jetzt weniger? Oder mehr? Oder ist es niedriger geworden? Andere Anima. Ich weiß es nicht. Es sieht jetzt irgendwie grasiger aus hier, die ganze Geschichte. Okay, sorry für diese Verzögerung. Was ist denn das? Ich dachte kurz, das wäre eine große stehende Maulwurfsratte, die einfach in die Luft schnüffelt. Okay, let's have a shit. So, dann hier nochmal hin. Nicht Transfer. Was machst du denn? Kevin! Der Hund hat mich geschubst, das hat nicht gezählt. Die verwerten. Oh, warte mal. In 18. 17. Brauchen wir nicht. Taktisch leicht. Wer hat schon irgendwie leichte Sachen am Start? Keine Sau. Improvisierte Pistole 14, 38er, aber dann spielen wir schon mit unserem improvisierten Gewehr. Ne, das haben wir schon da mit integriert. Die Lasermuskete habe ich gar nicht ausgewählt. Die war schon echt overpower irgendwie. Fucking overpower. Impro-Gewehr, weg damit. Wie geht's im Nachhinein? Würde ich sagen, ich habe mich ein bisschen angefühlt wie die Dory aus Findet Nemo, wenn sie wahrlich spricht. So, nur Impro-Revolver-Gewehr haben wir noch gar nicht getestet, müssen wir mal machen. Rapid-Tire G-Wire, weg. Impro-Pistol, weg. Please! Ich raus, ja, raus. Dann gehen wir noch kurz hier hin. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas zu verkoten? Das hier und das hier. Warum kann ich meinen Poop-Boy verändern? Ich möchte meinen Poop-Boy stärker machen. Ich will Linux drauf machen, damit es richtig abgeht, das Ding. Dass es ganz schnell hochfährt. Warum habe ich ihn die jetzt eben nicht gesehen? Beim Verschaffern? Beim Verscheißern? Super. Leute, warum zagten ihr nichts? Warum zagt denn hier nichts? Ich mache jetzt noch die Lasermuskete irgendwo hin. Ich mache sie auf ist gleich. Das ist so ein Slot. Ich glaube, da denkt jeder, ach ja, ist gleich. Stimmt. Ich habe auf ist gleich gedrückt und drück mir ins Stimpack rein. Habe ich mich gerade selbst gerollt? Hä? Auf ist gleich. Ach so, muss ich dann. Muss ich das mit Ding machen? Muss ich das dann mit Shift oder was? Ich bin gerade ganz, ganz brutal verwirrt. Kann ich es so... Oh mein Gott! Ich jetzt speichere sollen. Scheiße, ich speichere mal kurz, bevor noch was Schlimmes passiert. Ja, fuck. Ich verbrauche gerade unsere wichtigste Dingenskirchens. Nee, dann mache ich hier nichts mehr. Wisst ihr was? Irgendein Slot geht doch eh nicht. 2 geht nicht. Dann lege ich die nochmal auf 2, die Lasermuskete. Was wäre da eigentlich auf der 2? Ja, Nuka-Cola. Ah, nee, Molotov-Cocktail. Hä? Nuka-Cola. Lasermuskete. Hä, die ist schon ausgewählt. Ich hoffe, das kann nicht. Achtung, jetzt wird es gleich gefährlich. Ist sie auf 9? Nee, das sind die Minen. Und auf... Okay, auf 2 und auf 9 wächst... Sag mal, was habe ich mir denn hier zusammengewurstet? Und wo ist bitte schon die Lasermuskete? Die ist ja nirgends. Liegt nicht so rum. Achso, doch, ja. Auf ist gleich. Ja. Habe ich gut gemacht. Ja, ist nice. Achso, warte mal. Aber ganz kurz, was ist denn dann hier hinten? Nichts. Ah, ich bin mir nicht so ganz sicher. Was kann das Ding hier mal kurz testen? Höchst emitiös. Naja, ich verschaffe jetzt noch kurz die Ding. Hier unten die Impro-Pistole. Leg das Zeug weg. Und dann scheiße ich mir in die Hose. Zack. Gut, dann sind wir ja eigentlich soweit durch und können jetzt mal ein bisschen weitermachen und gehen zu den Siedlern. Die brauchen nämlich unsere Hilfe. Dogmeat wird auch gleich unsere Hilfe brauchen, denn er braucht einen Einlauf. Welche Wumme hat hier am meisten gerade? Natürlich die hier, ne? Ja, klar. Die Dinger, die die 38er benutzen, sind schon echt heavy.
Ich geh jetzt mal mit diesem Gewehr hier raus. Follow me, Dagi. Das kleine Stück porte ich mich. Hier waren wir ja schon. Ich porte mich hier zur Anlage. Die haben wir jetzt ja auch abgeschlossen. Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass es... Da steht jetzt abgeschlossen. Das fand ich auch immer sehr nice, weil so kann man theoretisch alles irgendwann abschließen. Selbst Dinge ohne Mission, Städte, die du durchsucht hast, wo du die wichtigsten Sachen gefunden hast, da kommt dann irgendwann abgeschlossen. Bei Concord steht es wahrscheinlich noch nicht da. Ja. Aber jetzt im Museum der Freiheit, wenn wir da durch sind, dann steht da auch irgendwann so wie hier abgeschlossen. Hä, was ist denn hier oben jetzt bitte schon noch fehlend? Naja, und ich habe schon festgestellt, dass wenn du dann eine neue... Manchmal bekommst du eine Aufgabe und musst dann da wieder hin. Doc, was ist los? Dagi? Ja, was? Manchmal musst du dann da wieder hin, dann ist es halt nicht mehr abgeschlossen. Hä? Ist hier was? Dogmeat? Ich raff's grad nicht. Meinst du jetzt die Kuh oder was? Dogmeat, du ausgeklügelter kleiner Pisser! Nice! Du bist ein guter Hund, du bist ein guter Hund! So, ist hier schon was neu gespawnt? Nein? Es wird schon wieder Nacht. Weißt du, wir genießen doch eigentlich. Indiana Jones, are you in day? Schade, ich dachte, da kann ich das aufmachen. Ich dachte, man sieht vielleicht so ein Skelett oder so. This is so shady. Wir müssen jetzt nach Tempines Buff. Es ist da unten irgendwo. Oh. Zeug? Nein, kein Zeug, aber vielleicht ist da. Jawohl, Zeug. Klebeband und Zahn. Ich frage mich, was ein Zahnpasta drin ist. Was brauchen wir eigentlich noch? Eine Glasfaseroptik, gell? Oh, was haben wir denn hier unten? Hi, Dagi. Boom! Achso, mit E muss ich bestätigen. Ja. Yeah. Ich muss kurz nachladen, Hundeboy. Jawohl, beiß ihn tot. Oh, Kevin! What the fuck? Alter, Kevin ist zu krass, ne? Kevin ist einfach... Kevin, there is another Dagi, Kevin. Kevin, ich hab's im Griff. Kevin, ich hab's im Griff. Kannst dich beruhigen. Beruhig dich, Kevin. Komm wieder runter. Jawohl, Kron. Zwei Bottle Cap vor... Kevin! Das ist sogar ein legendärer, Kevin. Ich wollte eigentlich in den Penis-Modus. Hinter mir ist noch einer, ne? Fuck the fuck. Ich muss ihn irgendwie crippen. Nein, nein, ich stuck irgendwie. Ich stuck. Okay. Veteran! Oh Gott, das ist ein Hunde-Veteran. Weißt du, der hat richtig gedient. Kevin! Nein! I need your help, Kevin! They are so crazy to me. Okay, du. Stirbst jetzt. Ich muss mir merken, dass ich das alles mit der Maus machen kann. Ich muss gar nicht mit dem... Boom! Mit den Pfeiltasten da irgendwie rumkacken. Kevin, er ist mutiert. Bei Legendären ist es so, dass die dann irgendwann mutieren und wieder voll sind. Das ist ein bisschen krippelig. Und jetzt ist halt ein richtiger abgefuckter Barstuhl. Hallo? Wo ist der? Hängt der da? Nee. Er muss einmal drumrum, er muss da drumrum laufen. Tschüss. Was sagst du jetzt, wenn ich hier bin? Haha, gehst du wieder weg? Ich verkripple dir die Beine. Man kann Leute verkrüppeln. Und dann... Wo geht denn der jetzt hin? Dann kommen sie halt nicht mehr klar, ne? Dann rennen sie rum und sind halt einfach gekrippelt. Ich glaube, wir müssen mit unserer Ultra-Axt dran. Hit me! So, und nochmal ein Action-Hit für dich. Woo! Dogmeat, chill, chill. Der hat einfach ein Impro-Gewehr dabei, das ultra krass ist. Ich weiß nicht, was hieran jetzt so ultra krass ist. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Also es haut halt mehr oder weniger wirklich auf Nacken direkt. Aha. Nehmen wir mal mit. Na, jetzt haben wir auch noch einen atomaren Sturm oder was. Ja, supi. Kevin, wir müssen uns kurz... Haklammer, ja. Wir müssen kurz hier in the fridge, Kevin. You need to go in the bitch. Eine Rumflasche. Nee, du. Oh. Kurz pennen. Und zwar ganze 12 Stunden im atomaren Seich. Dann können wir schon die Nacht verpennen. Und können dann bei Tageslicht das Spiel genießen. Nachts ist natürlich auch geil, aber ihr habt halt so schön Angst. So, wir können hier mal abbrechen. Ja, guck mal. Na, ist jetzt auch nicht wirklich besser geworden. Halt eher nebelig. Das ist schon mal schlecht. Na, was soll's. Halt.
There is a shooter. I need to schnell Spicer Ring and go. Ah, das ist Tempines Buff. Achso, wir sind schon da. Okay, Leute. Was machst du, Gret? Hi. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Chill! Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Okay, das freut mich. Ich bin Herbert Franz Duckendauer von Kötteldödel. Ah, ihr habt auch kein Ding angelegt. Doch, ihr habt es angelegt. Guckt mal, die haben so einen richtigen Boden gemacht. Leute, euch muss ich irgendwie rekrutieren. Hey! Chill! Hallo. Was willst du? Alter. Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Pinde. Wahnsinnige. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Was war denn da in Quincy? Willst du Hilfe oder nicht? Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Hans Duckenbauer am Gerät! Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Herbert Schnüpenhauer macht das für dich. Ich kümmere mich um sie. Boom. Keine Sorge, ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, und wie könnt ihr uns dann helfen? Mit euren perfekt gearbeiteten Feldern vielleicht? Sehr gut. Ja, das ist dann hier eine Werkstatt, das gehört dann uns, weißt du das? Aber erst klaue ich euch was. Die haben ja gar nichts. Dosen. Na, ihr seid mir welche. Ich weiß gar nicht, ob ich euch wirklich helfen will. Ihr habt da nichts zu bieten. Ihr habt ja gar nichts. Fucking to the beating. Oh, wir müssen... Corvega-Fertigungsanlage. Wir haben einen Schlüssel von der Corvega-Bumsanlage bekommen. Da gehen wir mal hin, ne? Da gehen wir gerade mal nach Corvega hin. Darkmate, chill. Deine Unterwäsche. Wir müssen uns jetzt nicht so beeilen. Er ist direkt wieder am Ausrasten, der Dagi. Hä? Oder da oben ist er erst. Er ist doch nicht am Ausrasten. Er ist einfach langsam. Oh, we got train tracks. Look at these. Dagi! Oh, shit, bro. Also, ich muss mir den Ding, glaube ich, umlegen. Diesen Ultraschlag. Der ist irgendwie so blöd zu... Was haben wir denn da? Da ist doch noch Zeug zu holen, oder? Obwohl wir vor uns auch Zeug zu holen haben. Oh, Leute, das wird eine 800-Stunden-Folge. Ich kann es nicht so extrem lang machen, weil ich sonst mit dem Upload einfach nicht klarkomme. So eine Folge, also die 30-Minuten-Folgen haben immer so 14 GB, die ich einfach so hochpress. Und wenn ich eine Stunde mache, ja, haben wir halt so ungefähr 30. Oh, okay. Wen haben wir denn hier liegen? Plünderer. An dem geschieht's recht, oder, wenn da ein Plünderer ist. Wobei ich ja eigentlich auch ein Plünderer bin, also. Ah, jetzt können wir mal das ganze Hundefleisch machen. Wow. Getränke können wir auch herstellen. Dreckiger Ödländer. Wow. Das hört sich an wie irgendwas aus der Hose. Gebackene Blähfliege, so. Ein gebackener Blähfliegen-Schmaus für die ganze Familie. Ein leckerer Auflauf, eine leckere Keule, ein Happen, ein Stiel. So. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Todeskrallensteak. Tja, nice. Plus eins Beweglichkeit für eine Stunde. Sick, dude. This is so sick and enormous. This is enormous. Und die Musik im Hintergrund dödelt vor sich hin. Das ist so schön. Ich bin zu groß. Wir haben da vorne... Wir haben da vorne wieder ein... Schrottplatz oder sowas. Was haben wir hier? Nichts. Ist einfach nichts drin. Und das da ist, keine Ahnung, ein Dom. It's just a condom. Wir gehen mal kurz noch, wir gehen zum Schrottplatz. Der ist doch eher in Richtung unseres Ziels. Da ist er. Hallo. Schrottplatz. Kurz speichern, wartet mal, kurz speichern. Ich rieche Gefahr. Könnt ihr sie auch riechen?
Es riecht hier stark nach Gefahr unten rum. Oh. There's someone shooting. There's someone shitting. Wer schießt? War wohl nichts. Was? Ich konnte nicht. Oh shit, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Frau ist oder ist das nur. Siedler! I'm gonna help ya! Ich mach das für dich. Und BAM! Oh shit. Sau viele, Leute. Ich meine Siedler, Siedler, geh erstmal davon. Oh, wie das Blut an. Schießt du mich gerade an? Ja gut. Das ist jetzt irgendwie blöd, ne? Mit dem Siedler. Okay, wartet ganz kurz. Ich nehme die Pistole und versuche da gezielt. Vielleicht habe ich den Siedler aus Versehen geschlagen. Es ist möglich. Ich kann mich da nicht komplett freisprechen. Vielleicht habe ich die Siedlerin kurz geboxt. Weil Siedler sind eigentlich nicht, ne? Ich glaube sogar, dass die uns sehr wohlgesonnen sind. Die Siders. So, Siedlerin. Chill. I'm there for help. Verdammt! Wo bist du hin? Weiß ich auch nicht. Siedlerin? Okay, Siedlerin, ich mach das hier. Na eben. Gechillt. Achtung. Bucks! Ja, die ist grün noch. Hab ich dich vielleicht so ein bisschen gerettet, Siedlerin? Ist das gut? Hör mal auf, wegzurennen. Fuck! Okay. Bam! Und. Ha! Ach. Dogmeat, kannst du es totbeißen, bitte? Danke. Jawohl, wir haben es geschafft. Bist du gut? Sind da noch mehr? Ja! Level up. Was sagt sie jetzt? Ja. Was? Hey, wie geht's? Ja, was sagt sie? Der Siedlerin? Hättest weglaufen sollen. Hallo. Danke für die Hilfe. Ah. 50 Kronkorken! Danke für die Hilfe. Tschüss. Sehr gut. Und was haben wir hier noch? Okay. Ah, da ist ein Tunnel. Wir heben mal ein bisschen Fleisch auf, aber jetzt nicht allzu viel. Wir müssen es nicht übertreiben. Seife. Sehr wichtig im Ödland. Um einfach sauber zu bleiben, ja. Das ist ganz, ganz elementar. Dogmeat! I need your help, doggy! Oh Gott. 4 von 5 Schüssen verschossen. Sehr gut. Der Kevin muss sich ein bisschen mehr anstrengen, hier mitzuhalten einfach. Der ist etwas langsam. Gut, dann haben wir das hier auch geklärt. Wahrscheinlich ist jetzt hier auch abgeschlossen. Es steht nicht abgeschlossen dabei. Wahrscheinlich ist dann da unten noch irgendwo was Wichtiges aufzusammeln. Obwohl es gerade nicht so aussieht. So. Ha. Blümchen. Die werden es gewesen sein. Naja, wir gehen einfach mal weiter. Da unten ist noch irgendwas. Ist diese kleine Stadt, die ist jetzt nicht zufällig close hier irgendwie, nee, ne? Da ist ein Flugzeug abgestürzt oder so. Na, wir gehen wieder hoch. Richtung Ziel. Oder versuchen es zumindest. Ach, obwohl, komm da. Naja, nee, nee. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Ziel. Wir können die anderen Orte alle noch erkunden, finden, überhaupt erstmal und dann erkunden. Das geht alles klar. Was ist das hier? Sieht auf dem Radar aus wie so ein Schottergebäude. Mystic Pines. Okay. Höchstwahrscheinlich so ein Altenheim. Ja. Yeah. That's an old team. Oh, delicious. Aber hier gehen wir dann auch nochmal extra hin, um das zu untersuchen. Ne? Wir gehen jetzt erstmal noch Richtung Quest. Weil sonst wird die Folge echt zu lang. Wir haben nochmal Lexington hier. Raider abschauen. Shit. Ja, scheiße, du sagst es. Booyashaka. Da ist ein Geschützturm. So. Ich bin der Pistol-Gott. Ist hier noch jemand? Meep.
Experte. Das Schloss krieg ich nicht auf. Ihr merkt schon, wir müssen unbedingt in die Richtung noch weiter arbeiten. Dass wir da besser die Dinge aufmachen können. Ach, ich will bei den Leuten auch mal den Dingens benutzen. Ihr wisst schon. Diese Hilfe. Macht ultra Bock, den dann Gliedmaßen abzuschießen und so. Auch wenn es sich jetzt brutal anhört. Bin ich jetzt gerade an Dogmeat hängen geblieben? Kevin. Du musst dich echt noch ein bisschen besser ansteigen, hier ein ja, besserer Gefährte zu werden. Das geht's doch nicht. Da ist noch ein Geschütz da drin. Gut, das ist über mehrere Häuser hinweg. Boom. Schönes Zeug mitnehmen. Was war das? Es klang schon wieder wie irgendein Viech, aber wahrscheinlich ist es nur wieder Kevin gewesen, der da rumhüpft. Und nicht zu uns reinkommt. Sich dabei einen abkeult. Wo lang müssen wir jetzt? Ah ja, wir sind gleich da. So. Ich will dann immer mit M auch die Karte wieder zumachen, aber das geht irgendwie nicht. Halt, warte mal, Maus 1. Ach, Schnellreise. Naja. Da vorne ist die Fertigungsanlage. Oh. Okay. Ich gehe mal hier hoch. Weiß nicht, ob es überhaupt da oben ist, aber. Es hört sich an, als würden wir gegen Ghule kämpfen. Und verlieren? What the fuck? Ihr könnt doch nicht verlieren. Oh, ich sehe es kommen. Da oben geht es dann gleich nicht weiter. Wir müssen wieder runter. Ich hätte speichern sollen. Ah. Okay. Scheiße, was war das? Bye bye. Oh, okay. Moment, ich bin von der Ding verdeckt. Die. Hab ich gerade alle Schüsse verschossen? Warte mal, ich hab doch Granaten. Auf 2. Ne, auf 3. Hey, die zieht mich so ein bisschen ab. Die drückt ordentlich rein. Jetzt kann ich hier mal ein Stimpack reindrücken. So, weißt du schon? Sehr gut, Doggy geht ran. Na, ist gleich da. Mit der Pump geht's halt gut ab. Boah! Zack, ist sie einfach in der Power-Rüstung drin. Sehr frech. Das ist echt frech. Wow, ich dachte kurz, da steht noch jemand. Sehr komisches Bett hier. Ich behalte jetzt mal kurz die... Obwohl, nee. Unter uns ist, glaube ich, noch jemand, der versucht, scheinbar auch gerade hier hochzukommen. Die haben hier eine Waffenwerkbank. Ist sonst noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Da drüben, das ist die Corvega-Fertigungsanlage. Irgendwie sind wir doch etwas fernab vom Schuss. Na, wie, hier geht's nicht runter? Ist hier irgendwo noch ein Weg nach unten? Muss ich jetzt echt wieder diesen Krepelweg da runter gehen? Das glaube ich jetzt nicht. Also dagegen sträube ich mich. Ich werde auf jeden Fall als Dingmeister hier, Meister aller Künste, einen Weg hier runter finden. Und zwar werde ich... Hier drauf erstmal, dann dahin und schon... Oh. Was ist mit dem los? Schwimmt der? Das ist so eine Leiche, die stackt. Ich glaube, ich bekomme Damage, wenn ich ins Wasser springe von hier. Wir testen es einfach mal, aber ich denke, es gibt Damage. Ach, scheiße, nein. Das glaube ich jetzt nicht. Tja, dann komme ich jetzt hier wohl doch nicht runter, ne? Wow, 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 wow. Ich wüsste auch nicht, wie ich diesen Weg hinunter abkürzen könnte. Müssen wir wieder die Kacktreppe runtergehen. Ja, super geil. Das ist ja wirklich super geil. Totally krepelig. Ich werde auch gegen Ende springen. Ich dachte, da steht schon wieder jemand. Die Raider und ihr Zwang, Leichen aufzuhängen. Das ist Rackling.
Wo ist jetzt die Anlage? Da drüben? Naja. War hier noch jemand, der Stress gemacht hat? Eigentlich schon. Ich habe noch was Rotes gesehen. Bin in der Ghoul. Oh, die sind auch cool hier, diese... Atombunker für kleines Geld. Genau das. Hör, da kann man rein, da macht man zu und dann ist man mit einer Leiche... Mini-Atombombe! Mit einer Leiche eben hier drin. Wunderschön. Sowas gab es damals tatsächlich, also vielleicht nicht in der Ausführung, dass es irgendwo rumstand in der Öffentlichkeit, aber es gab früher private Atombunker. Kleine Einzelpersonen-Atombunker. Ganz schön wahnsinnig. Aber die Amis hatten halt Schiss, ne? So, und da sind wir schon. Da brauchen wir kurz das Scharfschützengewehr. Du hast mich jetzt nicht gesehen! Schießen die jetzt echt gerade auf mich oder schießen die auf Dogmeat? Headshot. Kevin, hast du die jetzt angelockt? Du Dummbatz. Ja, hast du, ne? Super. Guck mal, wie er schon so läuft. Ich war das nicht. Oh, yeah. Das ist geil. Warum müssen sie sich immer wehren? Ich weiß auch nicht, warum die sich immer wehren müssen. Hallo, hallo, hallo. Oh, oh. Bam, Alter. Hat er nicht mit gerechnet, ne? Dass ich so ein krasses Aim habe. Kommt halt von Counter-Strike, ne? Stehen geblieben, du Penis, du Kleiner. Oh, fuck. Dogmeat, was geht bei dir ab? Zombie, ich mein Ghoul Party. Dogmeat, what are you doing? Der Dogmeat, den kann man nichts häse. Zack. Hallo. Ich klick die ganze Zeit, nichts passiert. Haben die irgendwas? Kronkorken. Die sind so richtig reich, diese Ghule. Au. Komm mal her, kann ich nicht den Atem an... Ach, auf Alt hört man den Atem an. Oh! Was war das jetzt? Achso, ich wurde gehittet. Boom. Bam! Oh, er stirbt nicht. Nein, 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 nein. So, da ist er weg. Auf was schießt denn das Geschütz jetzt? Wollt ihr mich gerade rollen? Es kommen alle raus. Er ist das weg. Und ich muss es gedrückt halten. Genau, eben war es kurz drin. Oh Gott, ist das cool. Macht das Spaß. Guck mal, da bröckeln sie runter. Ich kann sie von hier jetzt looten. Nice. Er wollte noch ein Simpack an diesem Krümel hier. Okay. Guck mal, das trifft mich gar nicht. Voll falsch gebaut. Kann ich auch mit dem Ding hier draufholzen. Ja. Zack. Das haben sie aber echt blöd eingerichtet, das Geschütz. Korvega, Fertigungsanlage. Nein. Hör auf, uns zu sehen. Das darfst du nicht. Kann ich auch den Scheinwerfer looten? Ich meine, ja. Halt, das war das Geschütz. Wo ist denn der hin? Ist ja nicht eben unten da, rollt er. Oh, das geht nicht. Hey! Hä? Über uns ist noch was. Okay. Warte mal. Da steht auch noch einer. Oh! Aiming hoch 10. Eigentlich müsste ich auf das Ding hier noch ein Ding drauf machen. Oh shit. Seid ihr behindert? Der Hund. Was? Wollt ihr mich gerade ficken? Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich nicht. Ich bin wieder auf dem scheiß Dach da oben. Alter, Stunden. Stunden von Arbeit dahin. Das ist jetzt gerade, das speichert man einmal nicht. Und dann kommen sie mit ihrem verschissenen, hört auf zu lachen. Ihr lacht gerade, ich weiß. Dann kommen sie beide mit ihren Granaten. Hey, komm, wir schmeißen mal was. Weißt du, ich habe Atombomben im Rucksack. Seid ihr behindert? Das ist schlimmer wie Joghurt. Wenn das hochgeht, mein Freund, dann ist aber nicht mehr spaßig da. Verstehst du mich? Gut, gut. White. Oh shit, Dogmeat, I need your help, Doggy. Doggy, need more help.
Oh, die haut schon rein, dieses, die Gewehr. Die Gewehr ist schon gut. Hier ist noch irgendwo so ein Bilder. Ghoul. Ist hier echt noch jemand, der mich abfacken will? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ah, schon möglich. Muss mit dem Chat aufhören. Wer ist da? Wo sind die denn? Wo sind denn die Gespensterjäger? Rache ist süß. Ach, über mir. Alles klar, Leute. Alles klar. Die haben das Auto in die Luft gesprengt, in dem ich saß. Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Und wo seid ihr, Pisser? Wo steht ihr rum? Ah! Das darf nicht wahr sein. Ein drittes Mal gehe ich jetzt hier runter. Ein verschissenes drittes Mal. Ich speichere direkt, wenn wir unten sind. Ich speichere ab jetzt wieder jede Millisekunde. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ich weiß noch, ein Kumpel hat mich ausgelacht, mehr oder weniger, weil ich immer so oft speichere. Ich speichere immer nicht so oft. Und dann passiert sowas. Nein. Nee. Ich komme euch jetzt hoch. Ich komme jetzt zu euch hoch. Speichern. Ich weiß, hinter mir ist wahrscheinlich noch ein Zombie, aber das ist mir jetzt sowas von egal. Nicht lache, da oben. Nicht lache. Muss ich jetzt fisten. Wo seid ihr? Ja. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Knapp, knapp. Der Hund wird gerade voll kaputtgeschlagen. Jetzt kommen sie alle zu mir hoch. Kevin, weil du einfach nicht richtig kämpfen kannst, Kev. Voll die intakte Toilette. Ich fühle mich gerade wie bei PUBG, wenn man so an der Treppe wartet. Komm hoch. Jetzt hole ich euch, ihr Lutscher. Irgendwie klingt jemand da. Er hat einen Atombombenwerfer gemountet! Nee. Nee. Ist der behindert? Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Wer macht denn sowas? Der schießt? Der ist doch jetzt auch gestorben. Der stand doch direkt neben mir. Komm ich hier hoch? Okay, nochmal schnell speichern. Vielleicht kann ich die von oben irgendwie. Du lebst doch, Mann, oh Mann. Schon wie er da steht. Wie er versucht auf mich zu aimen. Mit seinem Oschi. Alter, er hat echt geschossen. Er hat. Oh Gott! Die ganze Welt geht nochmal unter. Shit. Warte mal. Nein, nein. Zu früh nachgeladen. Sag mal! Dogmeat! Geht's dir gut? Der Wahnsinnige! Mini-Atombombe, den Fatman kann ich hier noch. Ja, ich kann doch mitnehmen, sehr schön. Okay, shit, jetzt sind wir fast bei einer Stunde. Jetzt muss ich echt gucken. Leute, 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 nächstes Mal kommt dann die Corvega-Geschichte. Ich muss jetzt hier erstmal ausmachen, sonst brauche ich Jahrzehnte zum Hochladen. Ciao, ciao!